Moin liebe Top-Familie und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zu einem The Masked Singer Special Video. Ja, herzlich willkommen erstmal hier zurück. Ich bin gespannt zu diesem Zeitpunkt, ob ich eventuell Promi Nummer 2 bei The Masked Dancer erraten habe, frage ich mich. Weil jetzt kommt ja für euch morgen dann ja wieder mein nächstes und jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, und morgen kommt auch schon mein letztes Prognosenvideo. Ich weiß noch nicht, wie viele Finalisten es sind, aber morgen kommt auf jeden Fall mein letztes Prognosenvideo. Stimmt. Stimmt. Ja, herzlich willkommen. Ich stelle euch heute meine Wunschpromis vor. Vorab folgendes. Ich habe jedem Kostüm, was ich euch letzte Woche vorgestellt habe, nämlich Bär, Eule, Fuchs, Hamburger, Löwe, Meerjungfrau, Pferd, Schimpfine, Sonnenblume und Wikinger, je ein Promi-Spot zugeordnet. Aber das sage ich hier schon mal vorab. Auch wenn ich jedem Kostüm ein Promi zugeordnet habe, ist es mir egal letztendlich natürlich, ob dieser Promi nun dieses Kostüm trägt oder ein anderes. Hauptsache, dieser Promi ist dabei. Aber, weil ich weiß vom letzten Mal, dass ihr gesagt habt, Daniel, werdest du denn das zugeordnet, welchen dieser Promis, ich weiß auch gar nicht mehr, wen ich mir gewünscht habe, würdest du worunter sehen? Deswegen mache ich das ja jetzt. So, und da fangen wir an mit dem Bären wieder. Habe ich mir ja gewünscht. Und unter den Bären wünsche ich mir, und wenn man ProSieben kennt, weiß man, ein Gesicht von ProSieben / Sat1 ist immer dabei und meistens eher ProSieben. Deswegen, warum nicht jetzt endlich mal Lena Gerke? Lena Gerke wurde schon ein paar Mal, ist auch schon ein paar Mal gefallen, der Name. War es auch bei Teddy? Ich glaube, bei Teddy auch. Genau, bei Teddy hatte ich Lena Gerke auch. Ich hatte Lena Gerke bei, ich weiß gar nicht, wo ich Lena Gerke noch auch mal hatte. Aber es ist nicht abwegig, dass sie jetzt tatsächlich mal mitmacht. Ich könnte es mir vorstellen, ja, sie ist zwar Mutter, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass sie sagt, oh komm, ich mache jetzt mal bei dieser The Masked Singer Show mit. Und dadurch, dass sie auch bei The Voice mit Toria das gemeinsam moderiert, weiß ich so, dass die ja auch so Backstage immer so ein bisschen singt und mit ein bisschen Training kann sie vielleicht ihre Stimme auch ein bisschen verstellen. Von daher, ey, ich würde es mir wünschen. Und mit dem Bären habe ich mir jetzt erstmal so gedacht, weil vielleicht so von der Größe oder so her, weil dann ist Bär auch ein bisschen größer. Lena ist ja auch, wie groß ist Lena? Da müsste ich jetzt mal kurz gucken. Lena Gerke ist 1,79. Ja gut, jetzt nicht so sonderlich groß, so wie 1,85, 86, aber trotzdem, also von daher, das ist auf jeden Fall Promi Nummer 1 und gleich das ProSieben-Gesicht mit Lena Gerke. Machen wir weiter mit der Eule. Und ich muss ihn halt jetzt schon nehmen, sonst wäre er halt später gekommen oder ich hätte zum Schluss nehmen müssen. Aber warum nicht mit das Beste zuerst nehmen? Ich wünsche ihn mir irgendwie seit Staffel 4 schon. Und ich weiß, dass einige von euch ihn, glaube ich, jetzt letzte Staffel hatten. Ich glaube, war das nicht letzte Staffel? Ja, ich glaube. Und habe ich ja auch so zu euch gesagt, nein, ich würde ihn unter tausenden Menschen mit seinem Gesang erkennen. Und auch wenn ich ihn schnell erkennen würde, ich würde es aber so feiern, wenn Uwe Ochsenknecht mitmachen würde. Also ohne Witz, ich habe damals, wie alt war ich und wann kam der erste Teil von Die wilden Kerle? 2002, 2003. Und ich habe diese Filme gefeiert. Ich habe damals Uwe Ochsenknecht als Vater von Leon, sprich ja Jimmy Blue und hieß doch mal Leons Bruder bei Die wilden Kerle. Also in Realität ja Wilson, aber Alter, wie hieß denn der Bruder? Maron? War es Maron? Ich guck jetzt. War es Maron? Warte mal.
Alter, ich kann gerade nicht schreiben. Die wilden Kerle. Filmreihe. Marlon! Oh mein Gott, ja, es hieß tatsächlich Marlon. Lol. Ah, nee, aber von dem, in Realität, stimmt, er ist ja von jemand ganz anderem Vater gewesen. Stimmt, in Realität ist er ja nur von denen. Ja, natürlich der Vater, natürlich. Nee, aber er war Maxis Vater. Alter, okay, das habe ich gerade total vergessen. Aber jedenfalls, wie gesagt, seitdem kenne ich ihn, fand ihn da schon mega sympathisch und lustig. Und ich folge ihm gefühlt so auf allen Plattformen, wo es geht. Bei dieser RTL-Show mit den Masken, wo er Tom Jones war, habe ich ihn erkannt. Gleich zu Beginn mit seinen Augen. Seine Augen sind so prägnant. So viele Filme mitgewirkt. Ich kann euch nur empfehlen, guckt euch mal den Film an. Ich war noch niemals in New York. Toller Film. Auch mit Heike Makatsch und wer ist jetzt nochmal? Hier, warte. Junge, ich hab's gerade mit Namen. Ich habe es gerade noch mit Namen. Ja. Nennt mich hier mal eben kurz bitte diese Besetzung. Moritz Bleibtreu, natürlich. Ah, kam gerade nicht auf Moritz Bleibtreu. Natürlich. Toller Film, kann ich euch nur empfehlen. Guckt euch den an. Also Uwe Ochsenknecht für mich ein Muss bei The Masked Singer. Guck mal, 7 Minuten vorbei und er ist 2 Promis vorgestellt. Ja, machen wir weiter mit, wie ich finde, irgendwie so eine Wundertüte. Und was ich interessant fände, wenn er, kann ich schon mal sagen, mitmachen würde. Wir sprechen erstmal über den Fuchs. Und beim Fuchs wünsche ich mir, na, wer kennt ihn? Conny Reimann. Ey, ich fände es mega, wenn er mitmachen würde. Ist ja bekannt geworden durch Goodbye Deutschland. Für die, die ihn nicht kennen. Und ich finde ihn cool, er hat eine prägnante Stimme. Aber die Frage ist natürlich, wie können manche dann tatsächlich Englisch singen? Und irgendwie würde ich es feiern, wenn er mitmachen würde. Hätte was, würde ich feiern. Fände ich cool, er ist bekannt. Von daher, warum nicht? Machen wir weiter, weil wir wollen auch ein bisschen zart zulegen. Natürlich mit Nummer 4. Da sprechen wir natürlich wieder über den Hamburger. Und ein Hamburger, da habe ich mir so gedacht, okay, da stelle ich mir ein Comedian drunter vor. Zu 100%. Und welcher Comedian würde alles mitmachen? Wen habe ich lange nicht mehr gesehen? Und zuletzt in den Filmen, zumindest so, wenn ich auch so aktiv Fernsehen gucke und auch so Sender, wo vielleicht so auch Comedians sind. Wie wäre es mit, na, wer erkennt ihn? Rüdiger Hoffmann. Bei den Sieben Zwergen hat er mitgespielt. Immer bekannt durch die Sätze, ja, hallo, erstmal. Ich weiß nicht, ob sie schon wussten. Ich finde den mega lustig. Ich könnte ihn mir da so gut vorstellen. Ich glaube, der könnte seine Stimme gut verstellen. Wäre jetzt einfach nur so eine Prognose. Von daher, ey, Rüdiger Hoffmann, Comedian muss sein. Und von daher, Rüdiger Hoffmann wäre irgendwie für mich so, interessant. Interessant so als Promi, wie er auch bestimmt dann vielleicht ein Hamburger oder keine Ahnung was dann verkörpert. Von daher würde ich feiern. Kommen wir zu Nummer 5. Sprechen wir über den Löwen. Und beim Löwen wünsche ich mir einen Sänger, der, also wirklich einen Sänger, der bekannt ist, der in Deutschland bekannt ist, der eine prägnante Stimme hat und wo ich gespannt bin, wenn er Englisch singt, wie gut man ihn erkennt. Ist immer so eine Sache natürlich, wenn man Englisch singt.
Aber wie wäre es mit Heinz Rudolf Kunze? Ich würde es feiern. Ich würde es sowas von feiern. Also Heinz Rudolf Kunze, gerade hier sein Lied, hier. Dein ist mein ganzes Herz. Viele Lieder, das natürlich so mit das bekannteste, würde ich jetzt mal sagen, wodurch man ihn ja auch kennt. Von daher, ich fände es schon cool. Ich würde es feiern, so als Profisänger, wenn er da so mitmachen würde, so diese Herausforderung. Ich glaube schon, dass er auch solchen einen Spaß mitmachen würde. Deswegen, Heinz-Rudolf Kunze wäre für mich so ein Favorite, wenn er mitmachen würde, von Profisängern. Ja, kommen wir zur Nummer 6. Diesmal richtig, die Meerjungfrau. Letzte Woche ja noch ein bisschen verklickt. Und da wünsche ich mir, ich sag nur Sprichwörter oder so Stichwörter wie Kindheit, Jugend. Da habe ich tatsächlich ihre Lieder gehört. Und von daher, ich würde es feiern, weil ich kenne sie dann auch, kenne sie auch durch eine Soap. Na, kommt schon wieder drauf? Christina Klein, auch bekannt natürlich unter dem Namen La Fee. Sei es nun Prinzessin, Heul doch. Boah, was gibt's noch für Lieder von ihr von früher? Heul doch, Prinzessin. Boah, ich komme gerade nicht auf alle anderen. Ich weiß gerade nur so auch so durch alles, was zählt, wo sie ja mitgespielt hat. Da hat sie so zum Beispiel Lieder gesungen wie Hysteria und andere. Da habe ich tatsächlich mir mal die Lieder runtergeladen. Irgendwas auch mit Schwarze Träne, glaube ich auch. War ein Lied, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt aktuell macht sie ja auch so, ja, immer noch Musik natürlich. Sie hat Rock Me Amadeus, weiß ich, gecovert. Oder hat so gesehen so eine Art, ja, Duett mit ihm gesungen. Und noch irgendein anderes Lied. War das, oh, oder war das ein von ihr Liedern, was sie neu aufgesungen hat? Jedenfalls, ich folge ihr. Ich finde sie sehr interessant als Mensch. Ich mag sie. Und so mit Meerjungfrau, das passt ja irgendwie. Also, ja, also von daher, ich würde es feiern, wenn sie mitmachen würde. Ich habe sie ja auch schon bei Leopard vermutet. Ich habe sie schon bei, ich habe sie auch schon unter einigen Kostümen, glaube ich, vermutet. Von daher wird es Zeit, dass sie da mitmacht. Nummer 7. Da kommen wir natürlich jetzt zu meinem Pferd. Und zum Pferd, da wünsche ich mir eine Profisängerin. Und zwar wünsche ich mir da Judith Holofernes. Für die, die jetzt sich so denken, what, wer ist das denn? Wenn ich jetzt nur eine Sache sag oder nee, drei Wörter sage, dann glaube ich, wisst ihr auch, wer es ist. Ich sag nur, wir sind Helden. Ja, sie ist die Frontsängerin von Wir sind Helden gewesen. Ich glaube, die Band gibt es nicht mehr. Jetzt, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Wir sind Helden, Band, Gründung 2000. Ja, die Gruppe Anfang 2012 bekannt auf unbestimmte Zeit zu pausieren. Also bis 2012. War 12 Jahre. Wörter wie nur ein Wort, Denkmal, guten Tag. Ich weiß jetzt nicht, ob das die bekanntesten sind. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Gehen wir ganz kurz durch. Was ist gerade so gekommen, um zu bleiben? Okay. Welches Lied sagt mir gerade jetzt so richtig gerade was? Ah, bring mich nach Hause. Ja, bring mich nach Hause. Lass uns verschwinden. Nichts, was wir tun könnten. Das sagt mir gerade irgendwie was. Aber jedenfalls, Judith Holofernes stelle ich mir auch sehr interessant vor. So ein bisschen wie Christina Stürmer, maybe. Christina Stürmer haben ja viele erkannt. Ja, wirklich sehr, sehr schnell. Ich war dann ja auch, ich glaube, zweite Show war ich dann ja auch schon direkt bei ihr, wo ich dann den nächsten
Song richtig ja von ihr gehört habe. Aber da war ich ja auch ziemlich schnell. Bei Judith Holofernes stelle ich mir vielleicht maybe das Ähnliche vor, weil das ja auch so mit früher ist und so Kindheit, Jugend, sag ich mal, von vielen maybe. Und man kennt auch so ihre Stimme. Von daher, irgendwie fände ich das schon interessant, wenn sie da mitmachen würde. Ja, machen wir weiter mit Promi Nummer 8. Ich brauche hier meinen Ordner. So, da, okay. Promi Nummer 8 oder erstmal auch Kostüm. Da haben wir Schlumpfine. Nicht umsonst habe ich auch speziell letzte Woche ja gesagt Schlumpf. In meinem Fall Schlumpfine, weil ich habe natürlich 5 Männer, 5 Frauen unter den Promis gepackt. Und bei Schlumpfine wünsche ich mir eine Schauspielerin, die singen kann, die auf ProSieben aktiv ist, die auch in vielen Produktionen auch mal zu sehen ist, die aber auch im ersten zu sehen ist, die im zweiten zu sehen ist, aus einem bestimmten Grund, weil Nora Tschirner spielt natürlich im Tatort mit. Ja, Nora Tschirner, sehr, sehr sympathische Frau, wie ich finde. Habe ich gesehen bei Wer ist das Phantom? In Talkshows. Hat ja auch, ich glaube, sie hat ja auch ihre Band. Ich weiß gerade nur nicht, wie die heißt. Und sie ist ja Schauspielerin und spielt ja beim Tatort mit. Von daher könnte ich mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen, irgendwie vielleicht so zu sagen, ey, ich hab Bock, da mitzumachen und warum nicht? Würde ich mir wünschen. Ich finde sie, wie gesagt, sehr, sehr sympathisch. So mit Schlumpfine. Ich habe das Gefühl, sie könnte das irgendwie gut verkörpern. Deswegen habe ich das dazu gepackt. Jedenfalls, Nora Tschirner ist für mich Promi Nummer 8, die ich mir wünsche. Ja, kommen wir auch schon zu Promi Nummer 9, Kostüm Nummer 9. Da haben wir die Sonnenblume und, keine Ahnung, ich glaube, das war das Letzte, was übrig geblieben ist und ich wollte es nicht noch ändern. Aber ich wünsche mir da jemand oder eine, und dann wisst ihr, zum Schluss kommt natürlich noch ein Mann. Ich wünsche mir da eine, die sehr sympathisch ist, wie ich finde, die so wortgewandt ist, die gebildet ist und wo bekannt gegeben wurde, tatsächlich, dass ihre Show, ihre Talkshow es nicht mehr geben wird, leider ab diesem Jahr. Dunja Hayali hat ja im zweiten, neben Maybrit Illner, wenn ich mich jetzt nicht irre, hat sie da ja auch ihre Talkshow, ich weiß gerade nicht, heißt sie Dunja Hayali? Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Aber jedenfalls, Dunja kann ich mir irgendwie sehr, sehr gut vorstellen. Und ich würde es mir wünschen irgendwie, weil irgendwie sind ja gefühlt in jeder Staffel so alle Altersgruppen auch vorhanden. Und Dunja, ich finde, das ist eine tolle Frau. Auch eine gewisse Prominenz, wie ich finde. Und dadurch, dass auch in den letzten Staffeln, in Staffel 4 und 5 mit Judith Rakers und ja mit na komm Daniel, wie hieß denn jetzt nochmal Chili in Realität? Jens Riva, genau. Dass die ja mit dabei waren, könnte ich mir vorstellen, dass entweder jemand wieder von der Tagesschau dabei ist, ich glaube Ingo Zamperoni wäre da ja noch, oder halt Dunja Hayali, so Talkshow-Master, kann man ja sagen. Und von daher, Dunja, tolle Frau und würde ich mir wünschen. Ja, dann kommen wir auch schon zu Promi Nummer 10. Da haben wir den Wikinger. Dann habe ich mir so gedacht, okay, Wikinger. Da möchte ich auch nochmal irgendwie so in Richtung Moderator gehen. Jemand, der gebildet ist. Nein, nicht Günther Jauch. Aber es gibt aktuell, oder es gab jetzt die letzten 2 Wochen eine Show, wo er mit Günther Jauch mit dabei war. Johannes B. Kerner. Finde ich mega interessant. Ich habe zwischen ihn und Kai Pflaume tatsächlich so tendiert, weil Kai Pflaume ja auch so in Richtung so Social Media ja auch sehr, sehr viel aktiv ist, muss man ja sagen. Er hat ja seinen YouTube-Kanal, er ist auf TikTok aktiv. Aber Johannes B. Kerner finde ich sehr, sehr sympathisch. Er hat einige Shows moderiert, die ich auch gesehen habe, aber mir fällt jetzt gerade nichts ein. Aber hier, Quizshow, glaube ich, hat er auch moderiert. Habe ich auch sehr, sehr gerne sonst mal so reingesehen. Von daher, fände ich interessant.
Fände ich cool, wenn er auch mitmachen würde. Ja, also, im Schnelldurchlauf. Also, wünsche ich mir folgende Promis nochmal. Lena Gerke, Uwe Ochsenknecht, Conny Reimann, dann, ich wollte gerade sagen Dustin Hoffmann, nein, Rüdiger Hoffmann, genau, dann Heinz-Rudolf Kunze, Christina Klein, Judith Holofernes, Nora Tschirner, lieber immer nochmal nach rechts gucken, Dunja Hayali und Johannes B. Kerner. Meine Lieben, das sind meine Wunschpromis. Wen wünscht ihr euch für die 6. Staffel The Masked Singer? Schreibt's gerne in die Kommentare. In ein paar Wochen mache ich mir wieder ein Special-Video, wo ich dann auf eure Promis und Kostüme reagiere. Ich werde gucken, natürlich, wer was geschrieben hat, werde dann so accountmäßig gucken und dann werde ich das hier auch vortragen. Ich weiß nicht, ob dann auch mit Bilder, aber zumindest werde ich darauf reagieren. Wenn ihr euch das als Video wünscht. Guti, meine Lieben, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt sehr gerne einen Daumen nach oben. Daumen nach oben. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Schaut gerne auf meinem Kanal weiter vorbei. Kommen ja viele Videos, von daher, morgen kommt mein letztes Prognosenvideo oder meine letzte Theorie zu The Masked Dancer und übermorgen dann ja mein letztes, übermorgen dann mein letztes Video zu The Masked Dancer, genau. Von daher schaltet da auch auf jeden Fall dann rein. Wir sehen uns dann wieder und bis dann bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal rein und tschüss.